Ja, moin, schönen guten Tag. Hallo, morgen. Ja, schönen guten Tag, freut mich. Also? Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, und was genau machen Sie jetzt hier? Na, wir haben noch ein Bewerbungsgespräch heute. Hier bei uns? Na, hier, bei Ihnen, im Amt. Was? Bei uns hier? Ich weiß gar nicht, ob wir dafür überhaupt zuständig sind. Ja, das wäre mir auch irgendwie neu. Aber wir haben doch geschrieben, Sie meinen zu mir, dass ich heute vorbeikommen soll. Hab ich das? Ja, Sie haben mir eine Mail gesendet. Und was sollen wir jetzt machen? Wollen Sie mir nicht ein paar Fragen stellen? Sollen wir jetzt nicht auch gleich Frühstück? Ja, ich meine, das ist ja auch schon kurz vor 8 hier, ne? Das sind ja nur noch 2 Stunden, das lohnt sich gar nicht. Ja, dann hätte man das Bewerbungsgespräch auch später machen können. Ja, das ist natürlich auch eine blöde Situation jetzt, ne? Soll ich sonst nochmal wiederkommen nachher nach dem Frühstück? Nach dem Frühstück? Aber dann ist auch fast Mittag, ne? Ja, das lohnt sich hier auch nicht wirklich, ne? Ja, sind auch nur knapp 2,5 Stunden, ne? Also. Du brauchst denn auch nichts mehr großartig anschauen. Oder nach dem Mittag soll ich sonst dann wiederkommen? Ja, nach dem Mittag? Nach dem Mittag, da passiert hier gar nichts mehr, da fallen ganz andere Dinge an. Da haben wir viele andere Dinge zu tun. Ja, guck doch mal, was hier los ist. Ja, hier ist ja die Hölle los, deswegen. Soll ich denn morgen wiederkommen? Morgen ist Freitag, da ist fast Wochenende. Da ist nur von 11.59 Uhr bis 12 Uhr auf. Ja, aber wann wollen wir das denn machen? Ja, ich meine, ein bisschen Zeit haben wir ja noch jetzt, ne? Ja, also doch jetzt. Ja, nur werden Sie mal nicht frech hier. Mann, ey. Ja, was haben Sie denn so für Stärken? Ich bin pünktlich, zielstrebig, fleißig, freundlich und ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Oh Gott, was ist das denn, Junge? Mann, das ist ja ein absoluter Langweiler. Also hier gibt's ein paar Regeln. Ja, okay. Alles, was hier in diesem Gebäude passiert, bleibt auch in diesem Gebäude. Also darf ich niemandem erzählen, wie mein Tag ist? Wenn Sie nach Ihrem Tag gefragt werden, dann sagen Sie stressig wie immer. Und wenn ich mal einen guten Tag habe? Ein guter Tag, sagt er. Was hat er denn gemacht? Haben lustigen Stein geleckt oder einen Witzbold hier? Sie glauben wohl nicht, dass wir hier gute Tage haben. Bin ich hier wirklich beim Amt? Ist das wieder irgendein Versuch, hier witzig zu sein? Nein, ich möchte einfach nur gerne diesen Job haben. Sie wollen das hier also wirklich? Deswegen bin ich hier, ja. Na gut. Ja gut, scheint ja irgendwie zu passen, denn, ne? Bedeutet das, dass ich eingestellt bin? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Keine Ahnung, wir sind dafür nicht zuständig. Ja, und wer ist das dann? Boah, das ist eine gute Frage. Das könnte deine erste Aufgabe sein hier. Also am besten ist es, Sie gehen mal hier raus zum Ende vom Gang und ziehen erstmal eine Nummer. Ja, und dann? Vielleicht kann Ihnen dann ja einer weiterhelfen, keine Ahnung. Ja, und wenn mir da auch keiner helfen kann? Na, dann kommen Sie einfach nächste Woche wieder. Könnte ich Ihnen denn wenigstens meine Unterlagen hier lassen? Wie gesagt, ich bin dafür nicht zuständig. Ja, du, ich auch nicht. Ja, aber wie wird man denn hier eingestellt? Ja, keine Ahnung, woher sollen wir das wissen? Wer hat Sie beide denn eingestellt? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwann war ich einfach hier. Ja, bei mir war das genauso. Gut, dann gehe ich jetzt eine Nummer ziehen, oder? Ja. Ja, aber beeilen Sie sich, ne? Die haben gleich Frühstück. Ja, okay, mach ich. Das ist immer komisch, wenn neue Leute kommen. Das kannst du aber laut sagen. Frühstück? Ja, das passt doch, ist gleich 10. Nach dem Mittag, da passiert hier gar nichts mehr, da fallen ganz andere Dinge an.